Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in einer neuen Folge Simo Trans und zwar die 311 ist es. Ja, und wir gucken jetzt mal hier so weiter. Was haben wir gemacht? Steine letztes Mal. Da waren hier. Nee, war das hier? Nee, hier war das gar nicht. Das ist nicht WSD nehmen, ne? Hier unten fehlten die Steine beim Verpackungshersteller, nee, beim Zementwerk. Die sind natürlich noch nicht da, weil die Schiffe ja noch unterwegs sind. Aber wir machen jetzt den nächsten Blick dann hier über diese Liste der Industrieanlagen und gucken, was da fehlt. Hätten wir letztes Mal vielleicht schon mal reingucken sollen. Wir haben immer Haltestellen gemacht, aber vielleicht ist die Liste auch ganz interessant. Machen wir da weiter nach dem Intro. So, dann packen wir mal die Liste an. Bauernhof ist oben. Da bewegt sich was und ich glaube, die sind auch alle dran. Was macht der Schlachthof? Der braucht Vieh. Der hat aber alles, was er braucht, alles gut. Läuft also da. Gehen wir den zweiten Punkt, Baustofflager. Da fehlen Farben, der Rest läuft. Farben ist das Chemiewerk. Chemiewerk kennen wir, ne? Chemiewerk fehlten die Salze. Wenn die Salze fehlen, kann es keine Farben geben. Alles klar. Das wird also auch anlaufen. Dann wird auch das Baustofflager wieder Farben kriegen. Betonwerk, fehlten die Steine, ne? Obwohl, Steine sind im Betonwerk da. Also läuft's hier. Brauerei. Da fehlt's an Gerste. Dann wollen wir doch da mal weiter gucken. Warum fehlt hier Gerste? Weil der LKW hier steht und nicht da dran er kommt. Wer steht denn hier alles so in der Haltebucht? Lass mal gerade gucken, wie viele Gersten-LKWs sind denn auf der Linie. Einer, das kann auch nichts werden. Also die fahren da auch hoch und bringen dann wahrscheinlich das Bier zum Bahnhof, während dieser LKW von da oben, von der Mühle, das ist ja da oben der Bahnhof, ne? Ja, genau. Das heißt, wir müssen da definitiv mehr LKWs drauf machen, müssen aber hier schauen, dass wir diese Kameraden da wegkriegen, ne? Die blockieren da ja. Ach so, hier ist das Depot. So, dann machen wir erstmal einen LKW. Dieses Fenster ist ein bisschen klein, ne? So, da haben wir den einzigen Gersten-LKW. Der kriegt noch den Anhänger dahinter. Ach so, man kann auch einen gemischten Anhänger mal einen Fahrzug machen. Einen Gelenkzug. Okay, aber das brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt ist das LKW Brauerei Mühle. Das. Und dann können da ruhig vier drauf. Starten die alle. Und dann fahren die da auch noch hin. Aber diese hier stehen da schlecht. Das heißt, die Klosterbrauerei kann hier nicht warten, bis was passiert. Ne? Halber Monat. Ich glaube, halber Monat ist gut. Ne? Oder ein Tag. Nee, ein Tag reicht auch. Die Zeit läuft ja. Na ja, passt. Machen wir so. So, da müssen wir mal gucken, dass die da schön wechseln. Die Linie kann zu, der Dingenshof kann zu. Das ist der Halt. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Ein Tag ist ja schnell vorbei, ne? Er steht da immer noch drin. Ne? Ist er denn vorgerückt? Nee, hier ist noch keiner weggefahren. Wer ist denn das hier? Ach, Brauerei Markt. Das ist gar nicht der, den wir gerade geändert haben. Gut, dann muss hier auch was geändert werden. Die Klosterbrauerei ist hier und da gibt es auch die Tagesgeschichte. Dann muss es dann doch laufen, oder? Mach den zu und jetzt müssen wir nur ein bisschen warten. Dann sollten da gleich welche wegfahren, oder? Und dann gibt es auch Gerste hier wieder, wenn der LKW da rankommt. Ah, da rückt schon einer auf und die anderen rücken auch alle raus. Das war das Problem dann wahrscheinlich. Und natürlich der LKW zu wenig, ist auch klar. So, Brauerei haben wir. Zweite Bäckerei. Da fehlen Eier. Kommen denn da Eier hin? Müssten ja, ne? Okay, Eier sind immer schnell weg, aber es ist genug Tierfutter da. Also mit den Eiern sollte das klappen, aber die Linie ist dann wahrscheinlich zu schwach. Ja, Eier kommen an, aber zu wenig. Das war jetzt der falsche LKW. Der müsste der Eier-LKW sein. Eier Adenau, genau so ist es.
Und wie viele sind da drauf? Oh, doch, sind einige drauf. Vielleicht dann doch noch welche mehr. Aber die Eierproduktion ist das Problem, oder? Kann das sein? Hier kommen nicht bei weg mehr. Oder liegt hier was auf dem Bahnsteig? Ja, da sind zwar welche auf dem Dingens drauf, aber nicht ganz viele. Also ein oder zwei LKWs könnten dann mehr sein, aber mehr auch nicht. Jetzt müssen wir gerade zum Depot hier unten hin. Wardorfzell, ne? LKW, der. Und Palette für. Ah ja, da ist es. Tut sich nichts bis auf 1 Cent. So, das war dann die Linie Eier-Adenau. Und dann kopieren wir den 10-mal, weil die veralteten fliegen da jetzt runter. Shit, noch einen mehr gebraucht. Gut, das heißt, der, also einen nicht, sondern mehrere. Ja, machen wir so. Keine Linie vorhanden. Ah ja, Adenau. Start, Start. Eier Adenauer starten. Eier Adenauer starten. Jetzt sind sie weg. So, und er hier. Ausmustern. 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 Achso, der hat geladen. Okay. Und der hier auch ausmustern. Ja, die können alle ausgemustert werden, weil die sind ja alle zu alt, ne? Der eine oder andere ist natürlich jetzt noch nicht ausmusterfähig, weil Ware drauf liegt. Der noch, aber der ist auch sofort weg. So, drei Fenster habe ich noch offen. Ich glaube, dann passt es, oder? Kann das sein? Ne, der hier noch. So, schauen wir mal gerade. Die müssten ja ihre Klamotten auch loswerden, ne? Der hat den längsten Weg wahrscheinlich noch und der den kürzesten, oder? Ja, die vier werden wir auch noch los. Und dann sind ja nur die neuen da drauf. Die dann günstiger vielleicht fahren. 1,41 und er hier. 1,44 fahren nicht günstiger. Aber 26 Paletten und die hatten. Ja, sehe ich hier auf die Schnelle nicht. 25 Paletten. Eine Palette für 3 Cent mehr. Geht, würde ich sagen, ne? So, die kommen dann gleich alle an. Und dann wird's werden, oder? Steht der irgendwo? Ja, der steht da im Stau. Das kann zu, der ist weg. Und der ist jetzt hier gleich auch da und dann ist das auch erledigt. Der steht jetzt hier, ne? Ja. Gut, dann läuft das da auch beim Großbäckerei Imperium. Kommen denn da? Ach so, die ist ja hier offen. Jetzt müssen ja irgendwann die LKWs kommen, die die Eier hier vorbeibringen, ne? So, mal gucken. So, der ist um die Ecke und fliegt jetzt raus. Der fuhr jetzt gerade das Zeug hin und her. Ach so, wahrscheinlich. Ja, das passt wahrscheinlich schon. Dieser LKW war jetzt gemein, ne? Er hat Adenauer Geflügelhof da jetzt drinne. Und wenn er zurückkommt, dann ist er auch wieder voll, weil er das wieder woanders macht. Das ist diese Sache, ne? Total unökologisch, ökonomisch, ökonomisch, ne?
Weil kommt vom, ja, weiß nicht, Festland oder sowas. Und hier in der Mitte da kommt das Getreide und wird hierhin gebracht. Und dieses von hier ins wird darüber gebracht dann wahrscheinlich. Ja, ist aber so. Hier fahren gerade die Sattelschlepper alle lang, ne? Die dann die Eier bald bringen. Hier ist doch schon der erste Eier-LKW, oder? Der hat Obst drauf, passt, ne? Der hat auch Obst drauf, passt auch gut. Der hat Eier. Da ist Obst drauf. Eier. Wie viel liegt hier am Bahnhof? Okay, 120, 200, 160 Eier, 170 irgendwo. Der Rest ist Obst, naja. Das werden die auch in den Griff kriegen. Gut. Ja, er bringt jetzt Landwirt der große Bäckerei. Haben wir gesehen. Das eine hin, das andere zurück. Passt. Der verdient das meiste Geld hier im Laden. Aber das ist halt so. Die Bäckerei haben wir. Chemiewerk hatten wir. Da kommen die Salze noch hin. Ah, da brauche ich nicht hier gucken, weil das sehe ich ja hier. Salze sind aber unterwegs, hatten wir ja schon gemacht. Und hier, wo ist das? Das ist hier. Das produziert aber fröhlich, passt also. Ist ja auch Eisenerz, was aus der Erde kommt, das ist da. Fischfanggebiet sollte auch funktionieren. Für die Gastwirtschaft, da passiert aber auch nichts. Der Geflügelhof, dem fehlt das Tierfutter und der hat keine Eier dadurch. Tierfutter ist alle. Wann kommt das nächste? Das kommt doch jemand mit dem Zug, ne? Da ist Tierfutter, kann das sein? Ja, 1568 Kubikmeter. Okay, das geht auch. Dauert halt seine Zeit, jetzt ist zu überlegen. Wie viel ist denn hier? Wird hier produziert an Tierfutter? 4. Und hier liegen 166. Wenn der Zug zurück ist, ist wahrscheinlich noch nicht mal fertig. Ja, etwas kompliziert. Wir können ja mal schnell vorspulen und hoffen. Ah, jetzt habe ich den daneben geklickt. Lass mal gucken, wann der Tierfutterzug wiederkommt. Na? Da ist er. Und er wartet nämlich drauf, dass hier was passiert. Und wir haben schon Strom angeschlossen, damit es schneller geht, ne? Und Ware ist da. Der produziert zu langsam. Das ist das Problem. Da können wir nichts dran ändern. Gerät und Haushalts. Hat keine Möbel. Weiß gar nicht, ob wir Möbel produzieren. Doch, hier gibt es eine Möbelfabrik. Ja. Ja, da ist die Zulieferung das Problem. Ja, ich würde aber mal sagen, bei der Möbelfabrik, da steigen wir in der nächsten Folge dann ein. Jetzt sind wir erstmal so weit vorangekommen, dass das erstmal wieder ein bisschen besser läuft. Wie sieht's denn mit, oh, 120.000 Miese. Das waren ganz viele LKWs, die so viel Geld kosteten, kann das sein. Und die teuren Schiffe natürlich auch noch. Ja, müssen wir gucken, wie es mit dem Geld ist, ne? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.